So, und damit herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Beim letzten Mal haben wir ja diesen wunderschönen Staudamm hier gebaut. Und mir ist dann direkt aufgefallen, das hier, dass wir unser Abwassersystem ja noch auf dieser Seite des Staudamms haben und sich deswegen die ganze Kloake hier sammeln wird. Deswegen setzen wir die um. Jetzt habe ich mir direkt mal gedacht, ich setze sie einfach hier. So, die müssen ja nicht mal ganz im Wasser sein. So. Und dann brauchen wir einfach noch eine Verbindung. So, perfekt. Ja, wunderschön. Oh, stimmt. So. Ja, wunderschön. Was ich mir tatsächlich überlegt habe, ist später mir mit dem Landschaftstool einen kleinen See zu machen. Also eine Kuhle im Boden, das Wasser dort reinlaufen zu lassen und dann vielleicht mit einer Kläranlage, genau sowas hier, das Wasser dann halt zu filtern. Aber die kostet noch ein bisschen. Die kostet nur 15.000, okay. Aber man sieht. Das Wasser staut sich jetzt hier. Gucken, wie hoch das noch geht. So müssen wir eine Keimauer bauen. Cool. So. Das weg. Das kann jetzt auch weg. Oh. Oh, hier sterben die Leute weg. Wir brauchen einen Friedhof. Oh ja, nur hier hinten ist einer. Friedhof, Friedhof, Friedhof. Nein. So, genau. Hier. Friedhof. Geht es mit dem Strom noch? Ja, perfekt. Und jetzt. Genau, Krematorium haben wir nämlich auch bekommen. Krematorium ist dazu da, dass die Leichen verbrannt werden. Jedenfalls ein Teil davon. Und sich die Friedhöfe, die haben halt genauso eine Kapazität, Verstorbene aufbewahren, 0 von 3000. Also haben halt genau so eine Kapazität wie mit den Mülldeponien. Was hat es gekostet? 25. So, und als nächstes brauchen wir Industriegebiete. Oder ist noch sonst irgendwas los hier?
Ja, ihr werdet jetzt alle versorgt. Hier hinten auch, aber das müsste ja noch reichen. Nee, du bist nicht voll. Ich würde gerade sagen. Okay, das heißt Industriegebiet weiterbauen. Frage ist, welches? Denn das ist ja hier eigentlich fast fertig. Also, wenn man davon ausgeht, dass es der Bereich ist. Gott, das sieht natürlich auch komisch aus. Obwohl, eigentlich geht's sogar. Ja, passt. Das Tool. Hier kommt Industrie hin. So, so, so. So, so. Dann haben unsere Arbeiter natürlich wieder die Gelegenheit, zwischendurch auch mal einkaufen zu gehen. In ein Restaurant zu gehen oder so eine Sache. Weil es gibt ja bestimmt auch Leute, die Geschäftsessen machen wollen oder so. Man kennt es ja. Und auf die Seite kommt tatsächlich auch kommen Bürogebäude. Steht denn hier? Ach, das ist der Güterbahnhof. Ich habe gerade gewundert, warum kann ich da nicht bauen? Dann kommt hier Industrie hin. So. So. Mache ich es so. Wo mache ich die direkt an die Autobahn? Könnte es eigentlich mal ausprobieren, wie es aussieht. Zur Not machen wir sie da weg. Dann kommt das hier aber so. So. So, das sieht doch mal sehr gut aus. Was ist denn hier los? Bio-Lebensmittel. Gebäude brennt. Na super. Typisch Bio. Wie heißt der? Candies? Andys. Der Andy, ey. So. Dann ist die Nachfrage nach Industrie definitiv erstmal gedeckt für die nächste Zeit. Wie sieht's denn hier aus? Nein, wie sieht's denn hier aus? Schlecht.
Auch hier oben eigentlich ist ganz gut. Dann brauche ich aber noch. Hier eine Straßenverbindung. So, Polizei. Aber Kriminalität sieht echt gut aus bei uns. Hier muss auch noch eine Feuerwehr ran. So. Bildung. Bildung ist hier unwichtig. Okay. Highschools sind schon wieder überlastet. Die Grundschulen. Auch, okay. Wie sieht's hier aus? Da ist eine und da ist eine. Okay. Fuck. Die sind alle völlig überlastet. Ich brauche mehr Geld. Kann ich mir ein Darlehen holen? Darlehen, hier. Ach komm, fürs Bildungssystem hole ich mir jetzt einfach mal 200.000. Einfach für die Bildung. Ich setze die erstmal hier hinten ran. Ich will die Stadt ja eh nach hier noch erweitern. Du brauchst aber Wasser und Strom. Ich weiß. So, dann brauche ich eine Highschool hier oben. Dann brauche ich eine Grundschule. Eigentlich könnte ich die auch direkt neben die Highschool setzen. Fassen die nur, wa? Muss man fast überlegen, noch eine gleich. Abwasserprobleme? Okay. Gucken wir gleich mal. Die Abwasserprobleme? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Okay, Wasser und Abwasser tatsächlich. Okay, ich baue erstmal für die Überbrückung. Hier noch eins ran. Und wo war unsere? Hier. Bist du verbunden? Nein. Oder? Ah, doch, bist du. Geil. Alles klar. Hier wird es langsam sauber. Gucken, wie es bei unserem Staudamm jetzt aussieht. Guck mal.
Hat sich doch sehr gut. Sieht doch sehr gut aus, ja. Eigentlich können wir uns die auch erstmal kaufen, oder? Ja. Wie viel fasst eine davon? 12. 16. Ach, ist ja gar nicht so viel mehr. Oh, hätte ich vielleicht doch nicht 2 abreißen sollen, scheiße. Wie setze ich denn die jetzt hin? Die kann ich doch umsetzen, oder? Ja. Warte. Was mache ich hier eigentlich? Dich setze ich hier hin. Weil du haust ja eh nur gereinigtes Wasser da rein. Und dann setze ich noch eine zweite daneben. So. Du kannst hier auch erstmal bleiben. So. Reicht das? Sehr gut. Ich weiß nicht. Sieht doch komisch aus. So, wie sieht's eigentlich hier aus? Hier fehlen nur noch ein paar Bäume, oder? Wo waren jetzt hier die Bäume? Hier. 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 Genau. Was hat sich hier gerade gebaut? Modisches Modegeschäft. Steuern sind zu hoch. Supermarkt. Du findest die Steuern also zu hoch, ja? Jetzt bist du ein verlassenes Gebäude. Wie hoch sind die denn die Steuern? 11%. So, besser. So einfach geht es. Dahin. Boah! Alter, die ganzen Massen, die aus der U-Bahn kommen, nice. Und zur Highschool gehen. Oder zur Uni. Geil, es funktioniert. Das wollte ich doch. Das war doch alles, was ich wollte.
Ja. Bisher läuft's doch eigentlich ganz gut, oder? Ich würde sagen, in der nächsten Folge baue ich hier weiter. Ein bisschen gucken, wie das hier aussehen soll mit den neuen Straßen, dieses Gebiet hier weiterbauen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.